Trainingsbeginn im Hockeypark, der Startschuss zur Rückrunde. Am Montagabend fiel auch im Hockeypark der Startschuss zur Rückrunde. Beim Trainingsauftakt mit dabei waren auch drei Neuzugänge. Stanislav Velicki beeindruckte die USV-Verantwortlichen schon alleine mit seiner Statur. Das ist eine richtige Kante, so Sektionsleiter Trützmüller über den Innenverteidiger und neuen Hoffnungsträger im Hockeypark. Auch beim Trainingsmatch zeigte der slowakische Internationale gleich Präsenz mit lautstarken Kommandos. Heimkehrer Stefan Gstaltner und Patrick Nemeček waren ebenso dabei. Verletzungs- bzw. krankheitsbedingt abwesend waren noch Manuel Müller, Markus Wittmann sowie die Stammkräfte Hörwein, Zahnt, Gajdusch und Griesel. Am Samstag, den 4. Februar, folgt der erste Test gegen den SV Zistersdorf. Gespielt wird ab 15 Uhr in Senica auf Kunstrasen.